So Leute, ich habe gedacht, ich nehme heute einfach mal die Kamera in die Hand und zeige euch mal, wie das dann so aussieht, wenn der Angel noch am Schlafen ist. Natürlich hat er wie immer seinen Ventilator an. Ist ja ziemlich dunkel im Raum. Hier liegen überall seine Klamotten verteilt. Jetzt steige ich mal langsam zu dem ins Bett. Ich habe mich so erschrocken, ne? Da liegt der Verschlafene. Was geht ab, Leute? Einfach am Pennen, weißt du? So, wir haben 9 Uhr und er liegt im Bett und pennt. Wir waren ja auch bis 4 Uhr wach. Ja, so sieht auf jeden Fall ein typischer Morgen von Angel aus. Nee, warte, da fehlt noch was. Ich muss noch pissen gehen. Jo, Freunde, was geht ab? Back in the game, remember my name. Es ist wieder der verpeilte Angel hier für euch am Start mit einem weiteren Video. Heute habe ich mir gedacht, oder eher gesagt mal, die Angel Queen hat sich gedacht, ich filme jetzt einfach mal einen Tag in meinem Leben, das heißt quasi einen Berufstag oder so. Weil viele sagen ja immer, ja, YouTube ist ja keine Arbeit, dies, das. Oh, ich sehe gerade, der Akku hat jetzt schon nur noch 2 Striche. Darf ich das gleich auch nochmal aufladen, das gute Ding hier? So. Was mache ich denn morgens immer als erstes? Ich checke erstmal eure Nachrichten. Dafür gehe ich gechillt auf die Couch oder bleib noch im Bett oder so, ne? Und dann ziehe ich mir eure neuen Kommentare rein. Zum Beispiel wie hier von dem guten Dude. Lost Player 3000. Leute, habt mal eine Frage. Und zwar habe ich heute eine neue E-Zigarette bekommen und die kratzt mir mega im Hals. Ist das normal oder nicht? Eigentlich ist das nicht normal. Kommt drauf an, wie du die gewickelt hast oder so, ne? Hier ist auch ein richtig cooler Dude, der hat geschrieben, hey, wollte fragen, ob ich dir die abkaufen kann. Wie viel willst du? Digga, es ist hier kein Flohmarkt. Was steht heute an? Ja, moin. Boah, diese Hose, ne? Ich steck in dieser Hose mein Handy immer hier rein, anstatt hier. Ja, moin. Heute wird zum einen eine neue Kamera getestet. Und zwar habe ich mir die Firefly 8S geholt. Dank eurer Unterstützung nochmal vielen Dank. Die hat ein 6... Die hat einen 6-Fach-Stabilisator, Full HD und 60 Frames. Natürlich kann die auch bis zur 4K gehen. Legria, du hast deinen Dienst wunderbar getan. Heute geht's nach Duisburg. Habt richtig gehört. Heute geht's nach Duisburg. Wir haben bis 4 Uhr durchgearbeitet und ja, 9 Uhr ging's halt wieder los hier im Leben. Easy ein paar Stunden Schlaf noch gegeiert. Übrigens, schaut mal in die Beschreibung, da habe ich neue Sachen für E-Zigaretten oder so verlinkt. Also mein Liquid, mein Social Media, alles könnt ihr mal abchecken. Ja, und das war der Kaltstart. Meine Güte, der Chaos. Du tust deinen Dienst. Viele fragen mich ja mal, wo, wie, was, Liquid, Akkuträger, ist alles in der Beschreibung. Erstmal abchecken und dann kommentieren, wenn ihr noch Fragen habt. Und jetzt würde ich mir erstmal was zu essen machen. Läuft auf jeden Fall noch der Stream von Monte von gestern, habe ich leider verpasst, denn ich habe jetzt gerade noch ein Video fertig gemacht und zwar ein FAQ auf der Autobahn. Das ist jetzt hochgeladen. Wir sind hier gerade abgesperrt, Autobahn-Action. Ich bin im fucking Stau, wie soll ich es streamen? Und das ist dann wahrscheinlich jetzt schon für euch online. Könnt ihr euch gerne mal gönnen. Wir haben einfach auf der Autobahn festgesteckt und ich dachte mir, drehe ich jetzt mal ein Q&A. Kann man mal machen. Wir haben es jetzt auch 13.20 Uhr, also seht, das ist schon echt viel Zeit vergangen. Und ich habe gestern ein richtig geiles Video gedreht, da wollte ich euch nur mal so ein bisschen vorspoilern. Ich weiß auch nicht, ob das Video jetzt schon raus ist oder nicht, aber ich habe auf jeden Fall so ein Video gemacht, wie wird man erfolgreich auf YouTube, aber richtig auf Ironiebasis, richtig geil. Könnt ihr euch gerne mal gönnen. Wenn es online ist, dann ploppt es jetzt hier für euch auf. Boys und Girls, ich hoffe, man kann mich überhaupt hören. Wir sind jetzt angekommen in Duisburg. Auf wen von euch trifft man wahrscheinlich in Duisburg?
Wir sind jetzt auch schon in der Wohnung angekommen. Wir sind hier im... Ja. Ziemlich hohen Höhen, möchte man behaupten. Und die haben hier so einen richtig geilen selbstgebauten Brunnen. Den muss ich euch mal zeigen. Ist ja, der Angel ist so ein Brunnenfreak, ne? Willkommen zu den 11 Uhr Nachrichten. Wir haben eine Einmeldung. Moin, hier spricht der Joke. Der Grund für die nicht mehr vorhandenen regelmäßigen Sendungen des Angels in naher Zukunft ist sein blöder Onkel, der gerade vor euch sitzt. Ja, ihr müsst entschuldigen, aber wir haben da so ein kleines Projekt angefangen, wo ich brauchen werde. Ein bisschen absneaken. Aber ich denke mal, ihr werdet immer noch was von ihm hören und so ein bisschen Abwechslung aus Brüssel kommt auch ganz gut. Genau, da gibt's noch eine weitere Einmeldung aus Brüssel, denn unser Apartment ist fertig und das werden wir auch nächste Woche schon, besichtigen. Das ist dreifach gesichert mit Panzertüren und was weiß ich nicht noch. Einer der sichersten Orte hier in Brüssel, ja, da wo ich hingehöre. Sonst sind die Goldketten bald nicht mehr am Start. So, in Duisburg sind wir fertig. Ich musste nämlich noch eine Abrechnung fertig machen mit meinem Onkel. Und jetzt geht's auf nach Dienstlaken, weil wir besuchen jetzt noch spontan jemanden. So Leute, wir sind schon wieder zu Hause angekommen. Es ist einiges noch passiert und ich bin am Überlegen, ob ich noch ein Video darüber mache oder ob ich das jetzt noch schnell in den Vlog sage. Meine Haare sehen dementsprechend behindert aus. Danke der Nachfrage. Ich chill jetzt noch hier mit meinem Essen und ich bearbeite schon ein neues Video für euch. Das wird auf jeden Fall mega. Ich habe gerade angefangen. Und wir haben es 22.48 Uhr. Wir haben es jetzt 2 Uhr mitten in der Nacht. Die Angel Queen ist auch schon schlafen gegangen und ich habe das Video fertig geschnitten. Das wird ein richtig geiles Video, wie man erfolgreich auf YouTube wird. Digga, ich musste so oft rendern. Das sieht jetzt wenig aus, aber weil ich das jetzt schon dreimal gerendert habe. Das heißt, ich muss jetzt nur noch einmal rendern. Dann kann ich es hochladen. Ziemlich geil. Das Video dürfte auch schon online sein. Könnt ihr euch gerne mal anchecken. Ja, man, checkt das auf jeden Fall an. So, ich schaue jetzt noch ein Video. Es ist motherfucking 2 Uhr nachts. Ihr seht's. 9 Uhr aufstehen, 2 Uhr nachts. Ist mein Arbeitstag dann quasi zu Ende. Sowas kann auch mal länger gehen bis zu 6 Uhr morgens, wenn ich einen 12-Stunden-Livestream rauskloppe. Da kenne ich nämlich nichts. Alter, ich bin so durch. Ich erwarte noch eine Bestellung. Ich habe mir nämlich was richtig Nices zugelegt. Und zwar dieses schöne Stück hier. Alter, das hat so mein Auge weggepustet. Was es mit diesem Ding auf sich hat, wird auf jeden Fall noch in einem Video gesagt. Es hat was mit Liquid Mischen zu tun. Wofür brauche ich denn dafür einen Milchaufschäumer? Man weiß es nicht. So, so können wir die Vlogs auf jeden Fall weitermachen. Aber es ist jetzt 2:01 Uhr. Ja, damit ihr mich nicht hatet, 2:01 Uhr. In genau 10 Tagen kommt die Beta von World at War 2 raus. Da wird natürlich ein mindestens 12-Stunden-Stream auf euren Stirnnacken geklatscht. Und würde ich sagen, das war's mit meinem Arbeitstag. Ich gehe jetzt pennen. Ich wollte mir eigentlich auch die Aufnahmen von diesem Baby angucken, aber ich bin viel zu im Anus. Der 12-Stunden-Stream hat noch seine Auswirkungen noch bei mir. Ich hatte gestern so einen leichten Schwindelanfall, aber hat sich mit viel Trinken und gesunder Ernährung dann wieder auskompensiert. Ja, bleibt so wie ihr seid. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Haut rein. Peace.